So. Herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. So, wir sagen ja immer, nach dem Blutmond ist vor dem Blutmond. Wir haben ja schon ein bisschen was repariert. Minimal. Was wir brauchen ist Holz. Wir müssen weiter bauen. Unsere Basis ist noch lange nicht fertig. Wir brauchen Munition wieder. Kohle, Messing, Blei, Eisen. Für die Dartpfeile logischerweise auch. Und ich würde sagen, wir können hier eigentlich schon mal zumachen und da hinten auch. Und dann können wir das auch aufwerten. Und ich glaube, ich lasse hier erstmal eine Treppe. Vielleicht machen wir später mal, dass wir eine rechts, eine links machen. Und in der Mitte frei. Ah, da müssen wir mal schauen. Weil dann wäre ja wieder das Risiko, dass die zwischenlaufen, Agro kriegen, das kaputt schlagen. Kannst du nochmal hier oben bei mir das zumachen dann? Die Gitter einmal? Ja, komme ich kurz vorbei. So, ja, unten können wir fertig machen, können wir zumachen auf jeden Fall. Und dann müssen wir erstmal looten wieder, also für Munition. Was ist denn das? Wieso hast du ein Kreuz aus Wasser? Jesus, bist du es? Ich brauche nur Rahmenform. Scheiße, jetzt passt das hier nirgendwo mehr hin. Obwohl, 4 habe ich noch. Wie viele brauche ich denn? Achso, da. Ja, mehr als 4. Warte mal kurz. V-Block. So. Bobby und Kobi. Und zu. Nicht hin, warte mal kurz. Oh, hier. Hallo, hörst du mich nicht? Doch, was denn? Okay, warte, du sollst mal warten und du machst einfach weiter. Meinst du jetzt wegen Zubauen? Ja, so gut. Okay. Ich muss das hier eh umbuscheln. Okay. Wahrscheinlich. So, ich fäll noch mal die Bäume draußen. Sind zwar erst bei 300, aber da können die nochmal neu wachsen. Und zwar kommen hier richtig schöne Fichtenbäume hin, so richtig geile Kiefern. Wenn die nur 300 HP haben, haben die dann auch nur einen Tanzapfen? Weißt du, was ich glaube, ich machen würde? Ich würde jetzt im Anschluss gleich meine Mission machen, säubere das befallene Gebiet. Mhm. Dann kann ich da nämlich gleich nochmal looten gehen. Das ist die Fabrik, ne? Oh nein, das ist ja riesig. Wolltest du da mitmachen oder soll ich alleine durchziehen? Nee, ich bleib jetzt hier. Okay. Ich mach jetzt erstmal meine Butze. Ich krieg die Tausammler hier nicht mehr hin. Wegen dem Gitter bestimmt. Sonst setz doch das Gitter da, wo du die hinsetzen willst, höher. Ich kann das sowieso nicht. Hier. 5000 Holz erstmal wieder oder wollen wir 6? Ja, man muss die scheiß Natur hier weichen und nachher nisten hier Vögel und dann kackt mir was auf den Kopf, das will ich nicht. Ach, das sind ja Eichen. Die Eiche muss weichen. Die beiden hier noch weg, ja? Dann gucke ich mir mal das befallene Gebiet an, wo der Händler so eine Probleme mit hat.
ihr Hinterhändler. Da müssen wir was tun, sonst kriegen wir noch Apokalypse. So. Ich will mal gucken, hier nachladen wäre nicht schlecht, ne? Volle Magazine. Da haben wir nachgeladen. Hier haben wir einen Knüppel. Ja, mal gucken, was uns hier erwartet. Wo ist mein Ausrufezeichen hin? Baublock. Kiefernwald. Hä? Are you stupid? Warum habe ich denn das jetzt hier? Weil. Ah, nee. Ah, oh, das ist gar nicht die Fabrik. Das ist dieses kleine Haus da im Hintergrund. Das ist ja geil. Samen, ja, warum nicht? Und mit in eine Kiste? So, vorher noch einmal reingucken, ob da ein bisschen Loot ist. Ich habe jetzt nichts Lautloses dabei, ne? Ich krieg das hier nicht hin. Nimm das. Okay, wir haben schon mal zwei. Ach. So, noch jemand hier? Oh, die Frau des Hauses. Entschuldigung, Ma'am. Das hat keinen persönlichen Hintergrund. So, ach, geil, alle Schränke gefüllt. Wir haben hier Mais, das brauchen wir gar nicht. Kohle. Kohle ist gut. Sag mal, unter diesen Spülbecken ist echt nie was, ne? Wenn du die, ach, das Ding hat ja noch einen Keller. Gucken wir mal später. Mal den Müllhaufen besuchen, ein bisschen Bruchsand. Und die Heizkörper kann ich gleich abbauen. Haben wir noch mal ein bisschen Messing für Munition. So, ein bisschen Eisen kriegen wir auch gleich. Sehr schön. Eins Heizkörper. So. Himmlisch. Ein bisschen Müll. Steine. Gut. Kann man auch gebrauchen. Nicht überlebensnotwendig, aber... Okay, das sind ein paar mehr. Alter! Was ist mit euch? Ihr seid ja verrückt, Leute! Guckt, wozu ihr mich getrieben habt! Das hätte alles nicht passieren müssen. Jasmin? Wenn einer fragt, ich war den ganzen Tag zu Hause. Ja, fliegt doch hier schon wieder, ey. Was mit dem Gitter nicht geht. Oh, ich hab hier haufenweise Heizkörper. So, dann nehmen wir mal ein bisschen Eisen wieder mit, wa? Damit wir anpflanzen hier. Oh. Munitionshaufen ist aber nichts Tolles drin. Badezimmer was Schickes? In der Toilette finden wir da was Frisches? Nee. Scheißviech. Oh, der gehört dazu. Keller muss ich ein bisschen später, würde ich sagen. Erstmal gucken, was wir hier so kriegen. Ich habe ja auch noch eine große Beaver-Box. Safe Co. Ja, einen großen Waffenschrank. Der frisst meine ganzen Dietriche.
Sharpsticks. Wenn du gerne Löcher in Dinge stehst, ist Sharpsticks genau richtig. Ja, gut. Okay. Hm. Naja. War hier noch eine Tür oben? Hier war ich noch nicht drin, oder? Nee. Oh, warte mal. Oh, meine Kopfhörer müssen angeschlossen werden. Einen Moment. Ja, 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 ja. Ich warte auf dich. Das ist auch geil gemacht mit den Doppelbären. Ja. Haben wir. Da muss ich wohl noch was anbauen hier. Für mein Gewächshaus. Okay, ein bisschen Anlauf. So. Drüben in der Scheune, da ist es muschelig warm. Und auf... Und in dieser Scheune lebt ein Zombie auf der Farm. So, jetzt sind wahrscheinlich hier die Erntehelfer. Hier haben wir noch ein bisschen Müll. Oh, Lehm, 33 Lehm, geil. Da haben wir ja nicht genug von. Gammelfleisch braucht man eigentlich nicht, ne? Aber Nitrat. Da. So, hier die Lampe nochmal mitnehmen. So ein paar elektrische Komponenten. Jo, ich bin ein überlastet. Aber ist ja kein Problem. Und das Auto nehme ich noch schnell mit. Und dann können wir die Mission starten. Vielleicht sollte ich mein Fahrrad hier noch aufbauen. Oh, geil. Noch ein Messingheizkörper. So. Notfalls gehen die Goldrutensamen weg. Wunderbar, dann stellen wir hier einmal das Fahrrad auf. Da können wir dann ein bisschen was reinpacken, was wir nicht brauchen. So. Nagelschuss, Zange, Rahmenform werden wir hier bestimmt auch nicht finden. Eine Klingenmod noch eine, unwahrscheinlich. Robotikteile, Schockstabteile. Die würde ich zur Not wegschmeißen. Die benutzen wir sowieso nicht. Das kommt weg und... So, und dann haben wir noch einen frei. Schmeißen wir noch eine Dose rein. Hast du die Mission ausgewählt, säubere das gefallene Gebiet? Glaube. Befallen. Kannst du die abwählen? Warum? Ich kann die nicht starten. Und? Ich möchte die starten. Und? Ich stehe am Ausrufezeichen. Jasmin, sei doch mal nicht so. Na, dann mach doch. Hast du abgewählt? Nein. Ja, ich merk's. Hast du jetzt abgewählt? Ah, die musst du aktivieren. Ja, jetzt habe ich sie abgewählt, Patrick. Ja, jetzt ist sie bei mir weg. Ja, schön. Kannst du, Nö, ich baue jetzt hier meinen weiter. Was habe ich denn noch für Quests? Gucke ich ihm noch was anderes? Ist mir doch egal. Juckt mich überhaupt nicht. Kann ich den ab... Nee, den kann ich jetzt nicht... Oh, ich habe gar keine offene Quest mehr. Ja. Dann gehe ich looten, I guess. Bis zum Händler.
wähle da eine Quest aus, mach meine Taschen leer und mach eine Quest oder so. Oder kann bis dahin auch schon wieder ein bisschen bauen. Eieiei. Ja, so ein Trecker, da schraubst du aber rum, ne? So ein Oldtimer? Da ist aber zu tun, du. Ich sitze ein bisschen feststellen. Ja, das zieht sich. Das zieht sich. Ja, hier so und. Da sind wir schon viel effizienter. 5 Messing-Heißkörper. Geil. Dann kann ich auch mal die Kisten wieder da auffüllen, was wir eigentlich immer so ein bisschen vernachlässigen mitzunehmen. Bevor wir es irgendwann mal brauchen, weil wir haben viele Sachen auch schon fast aufgebraucht. So, in den Fässern was drin. Nee, aber wir können hier ja mal Plastik mitnehmen, ne? So. Ja. Was gibt's da Cooles? Unten ist ein Rucksack, aber da ist eine Tür auf der anderen Seite. Dann nehmen wir doch die Tür. Ah nee, ist keine Tür. Eine verwitterte Sporttasche. Oh, 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 Jasmin. Brauchst du ein Knochenmesser? Nee. So, wollen wir die Karre da auch abbauen? Ich bin jetzt bei dir am Haus. welches Haus? Bei mir? An deinem Bunker. Ja, weil ich dieses Gewächshaus, was hier ist, ne? Ja. Dann mache ich mir jetzt eine Mauer und so drum und habe mir einen Gang rüber gemacht zu meinem und da mache ich jetzt meine Gewächssachen rein. Bei meinen Kartoffeln, meinst du? Welchen Kartoffeln? Hier sind keine Kartoffeln, das ist alles Lehmboden. Ach, da meinst du. Ja, da mache ich mir jetzt alles mit Beton und Zement und so. Und ja. Dann mache ich das so, dass ich da reinkomme. Weil ich das ja bei mir drüben nicht mehr machen kann. Musst halt nur gucken, dass du als Aufwärtsgang quasi eine Blockade drin hast. Nicht, dass die das als Zugang für deine Bude nehmen. Oben habe ich. Oben? Ja, ich habe von meinem Geländer rüber gemacht. Nur ein kleines Stück. Ich guck mir das an, wenn ich da bin. Ah, ich werte mal lieber noch nicht auf. Kann mir da gerade noch nichts drunter vorstellen. So, ich brauche jetzt noch 4 Forge-Ahead-Bücher. Dann können wir einen Schmelztiegel machen. Und dann können wir geschmiedeten Stahl herstellen. Wunderstiefel. Braucht kein Mensch. Oh, hier im Briefkasten vielleicht ein bisschen Post für uns. Ah, der ist auf jeden Fall unberührt und wir haben eine Autozeitschrift. Du kannst so auf jeden Fall leider nicht mehr bei mir rüber gucken, aber das ist ja auch was. Ja, den Schandfleck will ich sowieso nicht sehen. Lieber habe ich hier mal was für mein Gewicht. So, komm, 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 zieh, 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 zieh. Ah, perfekt. Die Nüsse. Da geht jedermann zu Boden. So, weiter geht's. Shooting Range, da könnte ich auch nochmal reingucken. Wenn da der Loot nachgespawnt ist, haben die bestimmt Munition. Ist ja vom Shotgun Messias. Oh ja, hier ist nachgespawnt, aber hier ist auch ein bisschen was los. Oh nein.
ist mir denn doch ein bisschen sicherer mit dem Sturm wieder. Seid ihr dumm? Nimm doch die Türklinke. So. Das hättet ihr doch aufmachen können. Er leckt die Tür ab. Das sieht so beklappt aus. Richtig verrückt. Oh my goodness. Oh, Mining Buch. Das habe ich nicht gelesen, was ich machen kann. Toll. Ein Hoch auf mir. Auf 4 Eisen. Hier ist noch eine Tür. Nix. Ein trübes Wässerchen. Ich lerne jetzt übrigens auch Kochbücher, ne? Mhm. Für den Fall der Fälle. Oder soll ich dir die immer noch mitbringen? Nö. Weil sonst, so, Kaffeemaschine, da ist sowieso nur Pulver drin. Nö, nö. So, jetzt wollen wir erstmal hier am Tresen gucken. Plunder. Noch mehr Plunder. Du bist Schrott. Plunder. Will ich einmal nicht. Hier. Rüstungsteile. Ja. Wo ist denn hier die, da, ne? Wenn ich hier hochziehe? Oder wo komme ich zur Schießbahn? Ja. Gut, dann mache ich das nämlich so. Der kommt hier hin. Du musst schon genauer definieren, Jasmin. Wir wissen alle nicht, was du meinst. Ich meine den Mais. Ah, Esse hier gerade was. Ach, da war ja letztes Mal schon was, ne? Boah, wir lernen ja dazu. Vielleicht mache ich mir auch so eine kaputte Tür am Bunker. Das ist so geil. Oh. Noch so ein cooles Ding, ey. Das sieht geil aus. Kann man hier nicht? Doch, da kann man aufs Dach, ne? Oh, mal schauen. Mal ein bisschen Müll mitnehmen. Ah, Messing, das brauchen wir. Hier, weg mit dem Messer oder was schmeißen wir weg? Armbrustbolzen. Ja. Okay. Oh, hier ist eine Ecke, ne? War hier nicht noch irgendwo Hauptblut? An dem Schießplatz? Also wo Kisten waren, meine ich jetzt? Ja, redest du. Mit dir? Keine Ahnung. So, einer ist dahinter. Können wir einmal rumgehen? Das Loch bin ich hochgekommen, ne? Bin durchs Loch gekrochen. Hier oben ist auch schon Ende. Da war hier was oben drauf? Ne. Ist auch cool mit den Lampen denn, ne? Ah, ja, das war
Genau. Ich erinnere mich, Jasmin. Ja. Ja, die Erinnerungen kommen wieder. Hier in diesem komischen Dings ist doch hier... Waren doch diese Orangenen drin, ne? Wieder. Nicht gut. Was? Er hat vorgetäuscht, dass er tot ist. Ja. Habe ich doch letztes Mal schon gesagt. Der hört auch nicht zu, der Typ, ey. Ich habe zugehört, aber ich habe... Das war dir wieder egal. Nein, ich habe gedacht, der ist tot. Ich habe den ignoriert eben. Das können wir bestimmt auch abbauen, ne? 10.000? Nevermind. So, was haben wir hier geiles? Kleintransporter, Kleber. Aber ich benutze den gar nicht. So, das können wir aber zu Jetons machen. Ey, jetzt ist ja Loot, den kann ich nicht gebrauchen. Patronenhülsen brauchen wir nicht, ne? Doch. Ist sicher, was willst du denn damit machen? Ich auf jeden Fall nix. Ja, vielleicht kriegen wir dann nochmal geileren Loot. Ich glaube noch 2 Forge Heads und dann hab ich's. Mhm. Okay. Oh. Ist das alles eins? Wow. Ja, was eine Ausbeute. Ah, Robotikteile, die habe ich doch schon im... Kann ich nicht schon eine Drohne bauen? Ne? So, haben wir hier noch was Gutes drinne? Nee. Nix Geiles mehr dabei. Gehen Sie weg. Gehen Sie weg. Ich glaube, ich hätte auch keine Angst, wenn der dreimal daneben schießt, du. Wo habe ich mein Fahrrad? Da vorne. So, dann gucke ich da noch mal ins Auto und dann komme ich mal zurück, wa? Und dann könnte man ja demnächst die Basis weiterbauen. Im Bunker. Und gleich mal gucken, was Jasmin da wieder für einen Schandfleck hingeschmissen hat. Mein Gewächshaus. Kein Schandfleck. Unser Dorf muss schöner werden. Jetzt unter die Kleingärtner gegangen. Ja, ich kann ja oben nicht mehr anbauen. Ich brauche das ja alles. Ja, ich schau mal hin. Vielleicht sieht das ja ganz schnieke aus, was du gebaut hast.
und verschönert ja die Gegend. Hm. Ah, ja, ja. Oh, da war, glaube ich, auch guter Loot drin, ne? Was stehen könnte. So. Mein Betonkonstrukt kann man schon sehen. Okay, da meinte sie nicht. Ich habe schon so eine Vermutung. Ach du Hey! Ja, ja. Nicht ach du Heiße, ich brauche ja irgendwo was. Ja, was? Das ist Was willst du? Ja. Ja, ich brauche ein Gewächshaus. Was soll ich denn machen? Hä? Hallo, ich rede mit dir. Nee, alles gut. Das, Was? Das kommt gut in meinem Gesamtbild hier. Ja. Gott, sieht das scheiße aus. Du siehst scheiße aus. Nein, wenn ich jetzt von vorne auf meine Basis gucke. Und? Alles voll symmetrisch und so ein bisschen drauf geachtet, ne? Und dann kommt so... Hey, ich konnte das Ding doch nicht woanders hinpacken. Du kannst die, Blöcke da drin, kannst du abbauen und neu setzen. Ja, habe ich da Bock zu? Nö. Wenn das schon fertig ist, dann kann ich das doch nehmen. Ja, 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 ja. Ich sag ja nichts, ne? Ja, aber, ja. Ja, schön hast du es gemacht. Das sieht toll aus. Ich koch dir kein Essen mehr. Nein, ich, versuch dir doch... Nö, meine ich. Aber ich spreche doch dir nur Mut zu. Nö, meine ich. Ich unterstütze dich doch in deinem Sein. Mach dich nicht. Das verstehe ich jetzt nicht. Ich weiß nicht, was ich jetzt falsch gemacht habe. Du atmest und redest, habe ich schon. Das sind zwei Fehler. Kisten, Kisten, Kisten. Möchtest du denn irgendwo, wo soll ich denn den... Weißt du was, ich schmeiß das einfach wieder in die Schmiede. Das ist, glaube ich, das Leichteste. Nee, das ist... Das kann denn da... Ne, dann kann ich das doch hier reinschmeißen. Machen wir das hier gleich daneben. Kohle, Pflasterstein, Gammelfleisch. Gammelfleisch und Töpfe. Die haben wir hier vorne drin. Erste-Hilfe-Kasten. Hier, falsche Kiste. Hast du auch immer hier drinnen, ne? Einschmelzen, Händler. Unten Schmerzmittel. War ich hier nur nicht drin, eine Kiste. Dose. Mayo, Mayo, da kommt wieder Kram zusammen. Warum hat er das hier nicht rausgeschmissen? Achso, ja, das war meine Schuld, ne? Und das Bicycle. Nur muss ich ja auch noch leer machen. So.
Was habe ich gemacht? Ich hoffe, ich habe keinen Mist gebaut. Okay, ich habe auf jeden Fall jetzt keine Metall-Einzelteile im Inventar. Hier nochmal ein bisschen Messing rein. Das ist oben, oben. Unten, 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 unten. So, das war hier. Das da. Jetzt nur noch die beiden, ne? Ja. Herrlich, Jasmin, herrlich. Kannst du mir gleich mal hier so ein Dach machen? Ein Gitterdach hier? Hm. Ist jetzt. Oh, muss ich ein tiefer. Hier lang. Gott, Alter, das ist voll verwirrend, wenn du hier so. Okay, einfach nur ein Dach hinschmeißen. Ich hoffe, du hast die Gitter nach außen gemacht, weil sonst geht das nicht. Die nach außen. Die Hitbox? Nee, hast du nicht. Eine Hitbox. Hat sie nicht gemacht, aber ist kein Problem, das kann ich auch lösen. Denn Hitbox und. Hä? Ja, nee, das kann ich nicht lösen. Toll, meine ganze Arbeit mal wieder für den Arsch. Ja, nee, das hast du nicht gut gemacht. Ja, ich kann das halt nicht, habe ich ja gesagt. Bin ich selber nicht immer so eine. So ein Mimöschen. Oh, ich habe richtig Muskelkater am rechten Arm vom Bowling, Kegeln, ey. Aua. Ja, absoluter Männersport, ne? Mhm, genau. Kann man nicht einfach mal so, das ist nicht nur eine Kugel schubsen, nur. Brauchst du Material hier? Ja, auch, aber ich wollte erstmal gucken, wie ich das jetzt hier. Alle abmachen, alle neu. Oder was? Nee, muss nicht sein. Gib mir mal Baumaterial, bitte, was du da angedacht hast. Ich hab gerade gefragt, ey. Hier. Oh ja, klar. Ey, war nicht mit Absicht. So. Dann gehe ich da einmal von außen bei. Alter, überall setzt die hier Türen hin. Das wird ja das reinste Labyrinth, deine Bude. Das ist meine Bude. Ja, lass es. Ich komme hier klar. Ich nicht. Langsam überfordert. Hä, wieso überall Türen? Ich habe nirgendwo eine neue Tür eingebracht. Sind immer noch die alten Türen von vorher. Die eine am Rundgang, die ist doch neu, wenn du zur Treppe hingehst. Hä? Nein? Die habe ich schon die ganze Zeit drin. Okay, die ist mir nicht aufgefallen. Ich habe gar keine neue Tür zugebaut. Ich glaube, ich brauche ein Gerüst, um deine Arbeit hier zu machen. Um da, dass ich da bis oben hinkomme. Brauche ich zum Aufwerten Nägel? Nee. Und zum Beton machen? Geht das auch mit der Maschine? Ja. Das ist kein Problem. So, einmal hier ein Gerüst bauen. Ein bisschen mittig, dann komme ich doch überall hin, oder? So, Jasmin. Und was wir halt drüben hatten, war eine Mauer, ne? Da sind die auch nicht dann so schnell rübergekommen. Was wir in dem anderen hatten. Ja.
ja. Aber wir haben ja durch die Treppe, die waren ja trotzdem am Gebäude, wenn du es so nimmst. Ja, aber nur vorne, weil wir einen Zaun drum hatten. So, könnte ich den jetzt, warte mal, der geht ja jetzt nach außen. Oh. Hätte ich mir das sparen können. Naja, gut, jetzt haben wir es doppelt hält besser und ne. Hast du das gesehen, wie elegant ich hier rübergehopst bin, Jasmin? Nö. Oh, da hast du was verpasst, du. Das hätte dein Leben verändert. Ich glaube nicht. So, Ich glaub nicht. Meinst du nicht? Nee. Hätte das nicht deine ganze Weltanschauung verändert, so, dass du denken würdest, die Erde ist flach und so? Dein Kopf ist flach, ja. Das ja, weiß Flachkopf. Ich. So. Ah, oh Gott. Müssen wir hier einmal das komische Feld zukriegen. So. Die Hitbox kommt gar nicht klar. So. Bitte schon. Danke. Eine Dach. Kann ich das aufwerten? Ja. So. Geht doch. Nächstes Mal ein bisschen schneller, Kollege. So. Okay. Geben das seine. So, was wollte ich denn jetzt eigentlich machen? Ich wollte mal gucken, ob ich Beton... Habe ich Beton hergestellt oder kann ich Beton herstellen? Und wenn nein, was brauche ich dafür? Ey, wie kann ich denn die Dings hier reparieren? Dass das schon mal nebenbei läuft. Ich habe nur noch 600 Zement. Könnte mit 1400 Stein arbeiten. 1000 Zement habe ich. Oh, ich muss mal hier was. An das Dach ging auch gut, ne? Da war nichts rot oder so, ne? Ja. Gut. Dann passt das nämlich von der Höhe von dem Mais. So. So geht denn hier einer. Hast du noch? Nee. Scheint nicht. Oh. Zahn. So, dann machen wir hier nochmal ein bisschen Stein rein für Zement. Zement. Wie viel können wir denn da herstellen? Na, machen wir mal. Glatte 1000. Was haben wir denn noch? Wir haben Bruchsand, ein bisschen Stein, Zement stellen wir gerade her. Kannst du mal aufhören, hier die ganze Zeit die Blöcke rauszunehmen? Ich bin gar nicht bei dir. Ja, eben. Zum Rausgehen wahrscheinlich hast du das gemacht. Nee. Das war einfach nur so just for fun. Mhm. Gib mir die wieder, ich brauch die. Der Dieb hier, ey. So. Scheiße, ich hab kein Holz mehr. Ach, jetzt habe ich den Stein unten gelassen. Kann ich hier schon einmal aufwerten, dann können wir da schon mal die Wände hochziehen, den Raum vergrößern. Und hier können wir nach und nach jetzt mal langsam das Lager anfangen, ne? Da war ja was. Gut, aber erstmal Pflastersteine. So. Ich muss aber von vorne auch noch was machen für die Optik.
Bin ich jetzt blöd? Ich frag gar nicht erst. Jasmin sagt sowieso ja. Hab ich den Beton? Den habe ich echt hier drinnen gelassen. Ich kann gleich ganz schön loslegen hier mit Materialien, was ich brauche. So. Erstmal die Außenkante fertig machen. Können wir nämlich jederzeit bauen. Das können wir auch schon aufwerten eigentlich. Wobei, vorher würde ich gerne noch was machen. Gehen wir hier einmal runter. Ja. Zombie bei dir vor der Tür? Nö, bei dir. Ich meine an deinem Gewächshaus. Oh, das sind ja ein paar mehr. Echt? Hoppala. Naja, du machst das. Aua, Arsch. Scheiße, ich hab mich ja hier... Hier noch gar nicht. Könntest du mir vielleicht kurz helfen? Ja, kleinen Moment, ich bin hier eingesperrt. Ja, kleinen Moment, du bist lustig. Ja, ich muss ja hier erstmal. Ich frag die Zombies auch mal, ob die einen kleinen Moment haben. Ja. Die mal kurz warten können mit dem Angreifen. Ja, wäre lieb, wäre lieb. Naja. Ja, ich komme hier nicht raus. Oh. So. Ja, jetzt brauchst du auch nicht mehr kommen. Ich hab wieder mal den Tag gerettet. So sieht das also aus. Ah ja. Ah, es ist so ein schönes Gefühl, ein Held zu sein. Obwohl eigentlich, wenn ich... Die kommen doch da nicht hoch, ne? Dann kommt doch hier zumachen. Ah, Mann, ey, ich brauche einfach Holz hier. Zumindest schon mal ein Holz. Mit ein weniger komme ich nicht hoch, ne? Hast du noch meine Form? Nein. Hast du die alle aufgebraucht? Ja. Also ein paar habe ich noch. Nicht mehr viel, aber ein bisschen. Willst du die haben? Wie viel hast du denn noch? 64. Ja, brauche ich. Ich lasse es erstmal so vorsichtshalber. Ja, warte, ich muss einmal außen rum gehen. La 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 la. Ah, gut abgefangen. So, hier. Komm her. Komm, hier. So, schön mitkommen. Ich gebe dir das hier hinten. Komm mit. Ah, gib jetzt einfach her, ey. Ja, ich will dir das da geben. Hast du behalten, will ich nicht mehr haben. Okay. Wenn du unbedingt möchtest. So, das habe ich jetzt fertig. Wie gehen wir weiter vor? Erstmal Kisten. Oder erstmal bauen. Meine Kisten haben wir ja drüben eigentlich. Ne? So ganz umziehen brauchen wir ja noch nicht. Wo sind die Leiter? Da. So. Das ist ja wieder das Thema mit der Außenecke. So.
hier vielleicht, weil die hier immer gegenkloppen. Boah, nö, das wird später noch verbaut. Das stört uns später überhaupt nicht mehr. Aber hier erstmal für die Decke alles fertig. Ist, wie mache ich den Eingang letztendlich, ne? Wie und wohin? Wollen wir den da lassen oder vielleicht beidseitig? Obwohl, von dort komme ich ja eigentlich nicht, ne? Vielleicht hinten nochmal? Jasmin, was hast du denn? Ach, halt. Eigentlich müsste ich jetzt erstmal gleich los. Aber ich glaube, das mache ich nächstes Mal. Ja, warte, ich werfe hier noch ganz schnell ein Fenster auf. Ich habe keinen Beton mehr. So, hier weiß ich nicht, machen wir hier Fenster hin. In der Größe vielleicht. Gut, wenn wir das wegnehmen, haben wir ja ordentlich Platz, ne? Ein bisschen mehr Platz wäre schon geil. Und wir müssen hier auch noch rüber. Letztendlich. Da muss noch wie so eine Brücke. Das heißt, wir haben, wenn jetzt hier die Ecke hinkommt, eins, wir ziehen mal durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und hier so rüber, das wäre doch schon geil, oder? So 3 breit. Nur einmal, dass wir es nicht vergessen, was wir hier überhaupt vorhaben. So. Und ich brauche ja auch noch für später einen Helikopterlandeplatz, ne? Man vielleicht hier so ransetzen. Oder noch ein höher. Nach oben sind ja keine Grenzen gesetzt, ne? Glaube ich. So. Machen wir erstmal hier. Wunderbar. Oh, oh, oh. Ups. So, wir sind bei 51, 52, 53, 53, fast 54 Minuten, Jasmin. Ja. Wollen wir die Runde beenden? Die Runde, die Folge. Ja. Bin ich auch dafür. Und ihr wahrscheinlich auch. Ist mal wieder viel zu lang. Also wer bis hierhin noch dran ist, der ist richtig gut. Ja, muss mal gucken. Vielleicht macht man ja irgendwann mal so ein Kleinigkeit oder sowas am Ende von einem Video. Was denn nur die Leute wissen, die zu Ende geguckt haben. So, wir sind auf jeden Fall für heute raus. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt, habt euch ein bisschen den Tag versüßt, abgelenkt, wie auch immer. Schaltet morgen gerne wieder ein. Lasst gerne ein Like da, wir würden uns freuen. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Tschüss.